Hey Leute und herzlich willkommen hier bei einer Runde Ender Games. Leider habe ich das Mikrofon am Anfang der Runde noch nicht eingeschaltet gehabt und deshalb nehme ich das jetzt im Nachhinein auf. Also, das war nicht besonders schlau. Aber ich spielte auf einer Savanna-Map, wie auch immer. Und am Anfang kriegte ich, glaube ich, nur ein Tier, genau. Aber ich hatte ja das Kit Enderman dabei. Und mit diesem konnte man sich immer sehr gut weit weg vom Spawn porten und direkt viele Kisten bekommen. Und da hatte ich auch schon die drei Dias zusammen. Aber ich fand immer mehr Kisten. Und hier war noch eine Kiste mit Enderperlen auch. Weil die brauchte man ja als Enderman. Dort auch nochmal zwei Kisten. Also ich hatte auch ein bisschen Glück. Ich muss schon sagen, das war nicht nur einfach das Kit, sondern ich hatte auch ein bisschen Glück. Jetzt hatte ich schon 9 Dias und ich habe mir eben überlegt, dass wenn ich jetzt ein Diaschwert mache, dass das dann nicht so intelligent wäre, denn ich könnte mir gerade so gut ein Brustpanzer und ein Eisenschwert machen und dann, wenn ich das nächste Mal jemand kille, dann hätte ich ja auch ein Diaschwert, denn ein Eisenschwert, also ein Diaschwert ist ja nur ein Punkt stärker als ein Eisenschwert und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und dann ging es auch nur noch 15 Sekunden, bis dann es losging. Und den Diablo-Brustpanzer machte ich mir und ein Eisenschwert, die Enderperlen auf die 2. Und da kam dann, dann wollte ich mir noch einen Helm machen. Und da sah ich schon jemand auf der Minimap, ein Barbar, wollte mir noch Brote machen, habe es aber nicht geschafft. Und das war jetzt eben ein Team. Die hatten einfach nichts außer ihre Barbarenausrüstung. Und sonst hatten sie eigentlich nicht viel. Ich hatte eben den Diablo-Panzer und den Volten. Denn ohne die wäre ich ja auch gestorben. Es wurde schon gefährlich. Denn ihr seht, sie haben mir halbes Leben abgezogen. Aber ich konnte mich dann retten und der andere hat sich dann verpisst, weil er Angst hatte. Und die Workbench nahm ich auch noch mit. Und dann wurde ich, glaube ich, auch schon bald geportet. Aber zuerst nahm ich noch diese Kiste hier. Und ich hatte jetzt so viel Eisen, dass ich mir eigentlich eine volle Eisenrüstung machen könnte. Und da vorne war dann auch schon der Gegner, der Apfelsaft. Das war mein größter Konkurrent. Und Zitronensaft und Apfelsaft, die mögen sich nicht. Also nicht zu sehr. Die mögen sich schon. Aber nicht zu sehr. Und jetzt habe ich mir auch ein Diaschwert gemacht, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist jetzt viel effizienter gewesen, wenn ich es jetzt gemacht hätte. Denn ohne diesen Diablo-Panzer wäre ich ja vorher schon gestorben. Also würde ich in Endergames, wenn ihr am Anfang zum Beispiel schon 9 Dias oder auch 8 Dias habt, ich würde immer zuerst Rüstung machen, weil Rüstung ist eigentlich wichtiger als eine Waffe. Klar, ist vielleicht nicht, wenn ihr dann nur ein Holzschwert habt oder wenn ihr ein Eisenschwert habt, sonst ist eigentlich auch gut. Und jetzt hatte ich hier schon ein Level. Suchte ein Enchanting Table. Und ist da. Nein, da war nicht die Grenze. Und da war jetzt ein Gegner. Der hatte eigentlich nichts. Außer Skill. Der war wirklich gut. Da habe ich ihn einmal getroffen. Aber er hat auch eigentlich nicht einen Schuss, weil ich hatte Full Iron und ein Diablo-Panzer, der hatte eigentlich gar keine Chance. Deshalb, ich habe ihn einfach nicht getroffen, wie ein Noob. Und er haut ab, aber ich habe ja Enderperlen. Aber er trifft mich auch die ganze Zeit. Also ich hatte schon ein bisschen Respekt von ihm. Nicht Angst, sondern einfach nur Respekt. Jetzt wurde ich getauscht mit ihm. Dreh mich um, aber esst du es noch etwas, weil sonst kann ich ja nicht regenerieren. Das wäre dann auch noch doof gewesen. Und jetzt bin ich sehr nah an ihm dran. Und was passiert jetzt? Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Also er schießt auf mich. Beide haben volles Leben, wie ihr seht, im Damage Indicator. Ah ja, jetzt. Habt ihr das gesehen? Wie viel der mich getroffen hat und ich ihn einfach nicht. Weil ich dachte so, ja locker, das ist ja, hat ja nichts im Gegensatz zu mir. Und deshalb hat er mich dann so viel getroffen, dass ich einfach, naja, ich wäre gestorben, wenn ich nicht diese OP-Rüstung hätte.
Aber ich habe sie überlebt. Habe ich mal ein bisschen mein Inventar sortiert und noch Workbenches gemacht aus dem Holz, das ich noch hatte. Und der Rest weggeworfen. Dann ging ich zum nächsten Gegner. Der nächste Gegner, wie hieß der? Der Dornel. Ich kann es jetzt nicht lesen, weil ich habe hier das Bild in dem Aufnahmeprogramm einfach so klein. Jetzt wurde ich getauscht und konnte mir noch Brote machen, weil hinter mir ja eine Workbench war. Also eine Crafting Box oder eine Werkbank auf Deutsch. Ja, auch immer. Ich konnte mir das craften, noch ein bisschen XP geben, denn ja, dort vorne sah ich dann irgendwann mal, glaube ich, einen Jumping Table. Dann wollte ich mich meine Rüstung und mein Schwert und meinen Bogen verzaubern. Aber nein, ich glaube, das war noch nicht an der Stelle. Aber da, ich fand immer wie mehr, weil ich ja Enderman war. Es ist einfach, also wenn ihr euch jetzt noch kein Kit, also wenn ihr noch kein Kit habt in Ender Games und euch ein Kit kaufen wollt, kauft immer das Enderman Kit. Weil das ist einfach so ein großer Vorteil. Man denkt es gar nicht, weil am Anfang, seht ihr, da ist es, dieser Vorteil. Ich kann ihn einfach überraschen. Oh, da wurde ich getauscht. Das war so ein Glück. Das war jetzt knapp hier. Mit dem war das sehr knapp. Weil der hätte mich jetzt bekommen. Seht ihr, ein halbes Herz. Der hätte mich fast bekommen. Aber zum Glück habe ich ja diese Enderperlen. Die retten einen. Erstens, sie retten einen das Leben. Und wenn man jemanden angreifen will, überraschen sie den Gegner einfach. Weil der Gegner, der kann gar nichts mehr machen. Der ist so überrascht, der kann einfach nichts mehr machen. Oh, und da kam der nächste Gegner auch mit Diabrospanzer. Jetzt wurde der getauscht. Jetzt habe ich die Enderperle leider ins Wasser geworfen. Jetzt war ich so sozusagen eingeengt, weil ich konnte nicht raus. Ich war da im Wasser und ich war dauernd am Rand. Der umringte mich sozusagen, weil am einen Ort war ja noch der andere und jetzt wurde ich endlich weit weg von allen geportet. Weil sonst wäre das sehr knapp gewesen. Ich glaube, der eine ist jetzt auch gestorben wegen dem. Weil ich war da wirklich sozusagen in der Zwickmühle. Ich konnte da nicht raus. Was habe ich mir? Nochmal Brote. Brote für die Welt. Habe ich mir noch mehr Brote gemacht. Und jetzt konnte ich endlich verzaubern. Zuerst das Schwert. Rückstoß. Hat mir eigentlich dann doch am Schluss der Runde. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber dieses Rückstoßschwert wird mir noch etwas bringen, also am Schluss der Runde. Keine Ahnung wann. Irgendwann wird mir dieses Rückstoßschwert noch sehr viel bringen. Und jetzt leben nur noch 3 Leute. Da ist auch jemand gestorben. Es ist schon bald Finale und ich nähere mich auch dem Gegner. Was ist? Ist das eine Kuh? Da nur noch Käseeimer und der Apfelsaft. Der Apfelsaft muss sterben. Und da ist auch schon tot. Habt ihr es gesehen? Da ist auch schon tot, der Apfelsaft. Oh nein, Leute, wisst ihr was? Ich habe mein Mikro nicht angeschaltet. Das heißt, ich habe das also die ganze Runde jetzt gehört, wie ich... Also ich habe wahrscheinlich, wenn ich diese Runde jetzt hochlade, habt jetzt einfach... Oh mein Gott, was hat der denn? Ihr habt jetzt einfach gehört, was ich im Nachhinein aufgenommen habe. WTF, wie wenig Schaden mache ich dem denn? Was ist denn? Was ist denn der für ein Kind? Alter!
Alter, hast du das jetzt gesehen? Hast du das jetzt gesehen? Hast du das jetzt gesehen? Alter, den habe ich ja so richtig gegeben, Alter. Hast du das? Gott. Oh mein Gott. Hast du das jetzt gesehen? Ich habe dem so richtig gegeben. Weil mein Mikro, das war ja aus. Also, ich habe die ganze Zeit gelabert, aber ich habe nichts aufgenommen. Und ich habe jetzt wohl, weil diese Runde war richtig geil am Schluss vor allem. Weil ich habe ja jetzt alles, also wahrscheinlich jetzt alles einfach im Nachhinein aufgenommen. Also die ganze Tonspur. Aber Alter, das war jetzt so richtig geil, das Finale. Ich habe den einfach die ganze Zeit bekommen. Egal. War eine gute Runde. Ciao. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Lass bitte ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.